Ja, also willkommen zum großen Wettanbietertest. Heute möchte ich zeigen, was die einzelnen Live-Sektionen für Spielübersichten bieten. Und steigen wir auch gleich ein mit Bet365, einer der besseren Anbieter in diesem Vergleich. Ihr bekommt hier neben dem groben Spielverlauf auch eine relativ gute Spielübersicht angezeigt mit den wichtigsten Statistiken und was auf dem Spielfeld passiert. Das können wahlweise ein- und ausgeblendet werden. Es ist jetzt nicht so wahnsinnig viel dabei, aber immerhin das Allerwichtigste. Bei Bwin sieht es etwas ähnlich, aber abgespeckter aus. Hier gibt es nicht so viele Informationen. Kann auch wieder ein- und ausgeblendet werden, aber so schon relativ dürftig. Da will ich nicht noch extra was weglassen. Auf der rechten Seite haben wir auch noch die Livestreams, sofern verfügbar. Bei BitVictor sieht es ähnlich aus, allerdings gibt es einen großen Teil des Spielverlaufs nur in Schriftform. Der Rest macht nur die notwendigsten Statistiken aus. Bet365 hat einen schönen Match-Tracker am Start. Dort bekommt ihr nicht nur grafisch, auch eine kurze Erklärung dazu, was passiert. Alles in allem sehr hübsch gemacht, gefällt mir sehr gut. Tipico ist eins der Negativbeispiele, die überhaupt nichts bieten. Weder eine Spielübersicht noch irgendwelchen Ticker. Das Einzige, was passiert, wäre ein Ticker hier. Aber der ist so unübersichtlich, dass es sich nicht wirklich nutzt. Das gleiche bei Interwetten. Gibt es quasi nichts, was man sich groß anschauen kann. MyBet das gleiche. Jetzige Spielübersicht über den Spielverlauf hier. Und als letztes Beispiel möchte ich nur noch Bet at Home zeigen. Hier gibt es die Spielübersicht nur in Textform. Wieder ein- und ausgeblendet werden. Das ist auch schon wieder alles. Ja, wie ihr seht, haben die einzelnen Anbieter nicht so viel zu bieten. Es gibt eigentlich nur ein paar gute Beispiele wie Bet365 oder Bet3000. Davon abgesehen sieht es relativ dünn aus in dem Bereich.